Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video auf Kerstins Küchentraum. Heute möchte ich euch mein absolut liebstes Frühstück zeigen zurzeit. Und zwar ist die Snickers Bowl. Ich liebe sie einfach so unfassbar. Ich esse sie wirklich bestimmt 3-4 Mal die Woche. Ich finde sie einfach unfassbar gut. Sie hat so, also ich mag einfach Schoko und das passt einfach so mit der leckeren Erdnussbutter zusammen. Deswegen muss ich euch das Rezept unbedingt zeigen. Ihr müsst es unbedingt ausprobieren. Es ist einfach so unfassbar gut. Das Ganze kommt natürlich wieder komplett ohne Zucker aus. Ich nehme hier von Monotrition das Chunky Flavor in Chocolate Peanut Butter Cup. Ich finde, es passt einfach perfekt zur Snickers Bowl. Ich meine, es ist Erdnuss und Schoko. Schmeckt sehr gut. Und süß das Ganze einfach perfekt. Ich habe hier noch einen Code für euch. Einfach more10 eingeben bei eurer Bestellung und dann könnt ihr 10% sparen. Das Ganze habe ich mir selbst gekauft. Ich verdiene auch nichts, wenn ihr den Code benutzt. Es ist einfach nur Werbung aus Überzeugung. Ich muss trotzdem Werbung hinschreiben. So, jetzt geht es aber weiter um die Snickers Bowl. Ich mache mir das Ganze mal mit einer Banane. Ich finde, das passt einfach perfekt dazu. Habe es aber auch schon tatsächlich mit Himbeeren gegessen, aber Banane ist da einfach mein Favorit. Und vor allen Dingen, wenn ihr das Ganze schön anrichtet, ja, das Auge isst einfach mit, schmeckt es nochmal doppelt so gut. So, jetzt will ich aber nicht länger quatschen und wünsche euch ganz viel Spaß beim Rezept. Für die Snickers Bowl seht ihr hier einmal alle Zutaten im Überblick. Wir brauchen Haferflocken, etwas entöltes Kakaopulver. Außerdem habe ich hier etwas Erdnussbutter mit Zimt, die mag ich sehr gerne. Dann habe ich hier eine Haselnusscreme. Hier habe ich zuckerfreie Schokoladendrops, außerdem eine Banane, 200 ml Mandelmilch ungesüßt, 200 ml Wasser. Und süßen werde ich das Ganze mit dem Chunky Flavor in Peanut Butter Chocolate. Und ja, die Zubereitung ist natürlich auch wieder denkbar einfach, denn bis auf die Toppings werden wir uns einfach alles zusammen in einen Topf geben. Vom Chunky Flavor nehme ich dann gerne einen gut gehäuften Scoop voll, gebe ich ebenfalls mit dazu. Und jetzt koche ich mir das Ganze einmal auf, lasse das eine Minute ein bisschen köcheln und dann sehen wir uns wieder. So, hier könnt ihr jetzt mein Porridge sehen. Ich habe es wirklich eine Minute lang köcheln lassen. Ich mag es etwas flüssiger lieber. Wer sein Porridge wirklich richtig dick mag, der sollte einfach 100 ml weniger Wasser nehmen oder einfach mehr Haferflocken. So, das Ganze fülle ich mir jetzt in meine Schüssel. Und dann habe ich mir hier schon meine Banane geschnitten. Ups. Und die lege ich mir da jetzt einfach auf mein Porridge. Und dann kommen wir auch schon zur Verzierung. Die Haselnusscreme habe ich mir einfach so ein bisschen geschmolzen, dass ich mir die jetzt so drüber geben kann. Also für circa eine Minute habe ich das Ganze in der Mikrowelle erwärmt. Dann kommt auch schon die leckere Erdnussbutter darüber. Und zum Schluss garnieren wir das Ganze einfach noch mit unseren leckeren zuckerfreien Schokodrops. Und das Schöne ist, wenn ihr die so auf das Porridge selbst gibt, dann schmelzen die noch so richtig schön. Das schmeckt nachher einfach so gut. So, und dann ist sie auch schon fertig, unsere leckere Snickers Bowl. Ich lasse das Ganze jetzt noch ein bisschen abkühlen und lasse es mir dann schmecken. Das ist, wie gesagt, eines meiner liebsten Frühstücke im Moment. Die mache ich mir wirklich sehr, sehr oft. Sie ist einfach unfassbar lecker, hält mega lange satt, hat ein tolles Volumen, dadurch, dass sie so viel Flüssigkeit dazu gibt. Ja, ist einfach für mich das perfekte Frühstück. Ich hoffe sehr, dass euch das Video gefallen hat. Und natürlich würde ich mich noch mehr freuen, wenn der ein oder andere das Rezept mal nachmacht. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und sage ciao bis zum nächsten Video.